Die Berchtenzeit hat wieder Einzug gehalten im Bezirk Neunkirchen. Am Samstag war es im Kinocenter Neunkirchen soweit. Schaurige Berchten und deren Gefolge versammelten sich mit den Nikolaus gemeinsam am Parkplatz vor dem Kinocenter am Spitz. Wir sind das Nikolaus-Team von den Kirchen. Wir sind ein Team von ca. 35 Leuten, die sich jedes Jahr mit treffen und machen aus Spaß für die Kinder so eine ganze Nikolaus-Geschichte. So wie das jetzt das Ganze sich entwickelt hat, wird es natürlich immer größer und da es keine Gruppen mehr gibt, die was hauptsächlich nur noch aufs Kinder schauen, sondern es wollen nur noch Berchtenläufe gemacht werden und da wird eigentlich nur noch geschaut, Brutalität ist höchster Rang. Und wir wollen eigentlich von dem weggehen und wir haben gesagt, wir machen was, das ist zwar zweimal im Jahr, die Siedlerburm und da, und das ist wieder eine ganz besondere Geschichte. Wir haben nicht, viele haben zwar diese Rossschweife oder die Stecken oder die Ruten mit, aber bei uns ist es hauptsächlich verboten, mit diese zu schlagen. Und wir sind eigentlich, also wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass das ein sehr positives Retourweg ist, dass man, wenn man bei den Kindern nicht hinschlägt und dass man die Kinder wirklich mit einem Lächeln erfreut, dass sie die Kinder auch nicht mehr für die Krampusse fürchten. Wolfgang Jeschke und sein Team vom Krampusfest.at organisierten ein schauriges Fest für Alt und Jung und vor allem für die Kinder. Viele Besucher waren gekommen, um sich ein wenig zu fürchten. Die Kinder waren ziemlich cool. Auch deswegen, weil die Berchten zwar schaurige Masken hatten, aber trotzdem kommt es auf den Auftritt drauf an und wie sich die Berchten den Kindern nähern. Das ist eigentlich mein Hauptziel. Die Kinder sollen keine Angst haben vor der Krampusse. Die Kinder sollen sich freuen, dass er kommt. Und ich glaube, dass wir, oder besser gesagt ich und mein Team, dass wir das geschafft haben, dass wir Kinder ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, obwohl dass wir schiere Krampusse sind. Schön, dass es Berchtengruppen bzw. Organisatoren gibt, die sich wieder darauf besinnen, das alte Brauchtum zu pflegen. Schlagende und betrunkene Berchten haben bei einer Veranstaltung, wo Kinder anwesend sind, nichts verloren. Überhaupt, wenn der Nikolaus kommt, das ist dann eine ganz besondere Geschichte. Der Nikolaus hat für die Kinder Zeit. Bei vielen Berchtenläufen werden nur Zucker rausgeschmissen. Und von dem wollen wir auch wegkommen. Wir haben für jedes Kind Zeit. Bei uns bekommt jedes Kind ein Sackerl. Und der Nikolaus kümmert sich um das Kind. Und wenn es nur ein paar Sekunden sind, den Namen oder das Geburtsdatum kann jeder erfragen. Das ist kein Problem. Endlich ist er da, der Nikolaus, mit Gefolge auf seinem Wagen. Zur Unterstützung hat der Nikolaus auch ein kleines Engel mitgebracht. Die Kinder warten schon ganz ungeduldig auf ihre süßen Geschenke. Mit Geduld und in aller Ruhe. Ein Kind nach dem anderen wurde vom Nikolaus beschenkt. Ich bin für die Kinder da und ich komme jederzeit, wo Kinder auf mich warten, komme ich hin. Aber heuer war es der erste. Und jetzt geht's los. Ab heute ist es jeden Tag, einmal in der Schule,
einmal in den Kindergärten. Dann ist mein großes Fest unten in der Siedlung, bei den Siedlerbuben, in der Blätterstraße. Da werde ich jedes Jahr seit 12 Jahren eingeladen, dorthin zu kommen. Und da machen die Campus eine ganz schöne Show für mich. Ja, und so wie heute hier, wo die Kinder schon warten, ist das für mich ein Erlebnis. Jedes Kind benimmt sich anders. Jedes Kind, es glitzert dich mit den Augen an, es schaut dich an, es ist was ganz Besonderes. Man muss das von Herzen machen. Weil wenn man die Kinder sieht, wie die Augen strahlen, wenn man ihnen ein Geschenk in die Hand gibt und mit ihnen spricht, mit ein paar schönen Worten kann man ein Kind wirklich einen Tag verschönern. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Und jetzt freuen sich schon alle Kinder auf das Christkind.